Hallihallo. Nach ein paar Tagen Pause gibt es heute mal wieder eine kleine Lektion zum Thema Avolites Titan One oder ganz allgemein Avolites Titan Pulte. Wisst ihr, das ist kompatibel. Und wir wollen heute mal einsteigen in das Thema Effekte. Dazu laden wir, damit wir hier was sehen, ganz simpel mal die Show vom letzten Mal. Das ist die Align Show, also Disk, Show laden, Align. Und Show laden. Hatten wir ja vor ein paar Wochen verwendet, da hatte ich euch das Angleichen gezeigt. Mit irgendwie, weiß nicht, so 10, 15 Robin 600 drin. Das macht sich hierfür auch ganz gut. Den Attribut-Editor braucht man nicht. Mal gucken, ob der Queue hier noch geht. Da ist er, da gehen die Lampen an. Seht ihr hier im Visualizer? Ja, das waren irgendwie 16 Robins. Die wählen wir als erstes aus. Klicken also im Gruppenfenster auf die Gruppe 1. Jetzt haben wir hier unten die Steuerung. Drücken hier auf Position und fahren die einfach mal hier mit dem Tilt bisschen nach vorne. Hier so ein Mittelweg. Könnten die gleichzeitig noch auffächern. Da hier muss ich noch eine Kleinigkeit ändern. Nämlich hat man beim letzten Mal auch geändert. Drücken hier einmal auf Evo. Rechtsklick drauf. Benutzereinstellungen. Da steht jetzt, hatte ich hier schon eingetippt, vorhin Fan. Ja, wenn ich das hier rausmache, ist wieder alles auf. Wenn ich hier oben einfach eintippe Fan, steht der gedrückt halten für Fan. Dann schalte ich wieder oben in Einrasten. Exit sind wir wieder draußen und jetzt können wir nämlich hier einmal auf Fan drücken, da rastet das ein. Und jetzt kann ich hier mit dem Pan das Ding ein bisschen auseinanderziehen. Sieht einfach schick aus. Sehen wir genauer, was geht. Gut, das war das Vorgeplänkel. Jetzt wollen wir mit den Lampen einen Effekt starten. Drücken wir hier auf Shapes und Effekte. Und wir fangen jetzt erstmal an mit dem guten alten Shape-Generator. Das sind so eine Art Modulatoren, die zusätzlich zu den anderweitig eingestellten festen Werten halt in irgendeiner Form Veränderungen erzielen. Also das können Bewegungen sein, das können Farbverläufe sein, das kann irgendwie ein Iris-Shape sein oder ein Gobo-Shake oder ähnliches in der Richtung. Ich fange heute mal mit einem einfachen Pan-Tilt-Gemüse an. Also wir haben da auf den Shape-Generator gestartet. Jetzt drücken wir hier auf Erstellen. Haben dann hier oben die Auswahl, was wir denn für ein Shape, also auf welches Attribut wir einen Shape anwenden wollen. Gleichzeitig ist hier unten das Shape-Fenster aufgegangen, in dem wir auch gleich passende Shapes rauswählen können. Das orientiert sich mal daran, was wir gerade für ein Attribut hier unten ausgewählt haben. Wenn ich hier auf I gehe, dann haben wir hier alle möglichen Shapes angewählt. Ja, dagegen, wenn ich auf P gehe, dann haben wir nur Positions-Shapes, auf C haben wir nur Farb-Shapes, auf G haben wir nur Shapes, die mit dem Gobo zu tun haben. Und heute machen wir mal was mit der Position. Genauso gut könnten wir auch hier oben auf Pan-Tilt klicken. Pan-Tilt. Gut. Und jetzt machen wir gleich den ersten, einen Tilt-Sägezahnkurbel. Ein Tilt-Saw. Fährt lustig hin und her. Gut. Ja, also da haben wir schon mal so eine grobe Bewegung drin. In dem Moment, wo da einer läuft, ein Shape, haben wir die Shape-Steuerung auf den Rädern. Haben wir als erstes mal die Größe, steht auf 20%, die können wir erst ein bisschen kleiner ziehen. Ja. Damit die Dinger sich nicht überschlagen, sozusagen. Ja, irgendwie hier sowas, so 10, 12%, da sehen wir schon was passiert. Ohne dass das allzu unübersichtlich würde. So ist hier. Noch kleiner. Das reicht für unsere Demo. Als nächstes, das sieht ja noch ein bisschen langweilig aus, weil die alle synchron fahren. Drücken wir hier auf Adjust Phase Spread and Offset. Der Spread, also die Aufteilung, ist das, was wir ändern wollen. Der steht als erstes immer auf 1. Das heißt, die fahren alle gleichzeitig. Wenn ich den jetzt mal ganz langsam hochziehe. Ja, jetzt habe ich gesagt, ihr teilt euch mal schön durch 2. Das heißt, da fahren die immer abwechselnd. Jetzt habe ich den auf 3 gestellt. Ja, sieht man halt, dass die gesamte Fahrt des Shapes aufgeteilt wird in die entsprechende Anzahl. Und daneben haben wir was mit Phase. Ja, da können wir uns schon vorstellen, wie das ganze Ding intern funktioniert. Das heißt,
Der ganze Ablauf ist im Prinzip eine Kreisfahrt, 360 Grad. Und diese 360 Grad werden halt durch das, was wir an Spread-Anzahl eingetragen haben, geteilt. Das heißt, wir haben hier einen Phasenversatz von einer Lampe zur nächsten von 120 Grad. Den könnten wir hier auch noch verdrehen, da sieht das Ganze noch ein bisschen ulkiger aus. Das ist aber echt was zum Ausprobieren. Ja. In dem Moment, wo ich danach wieder am Spread spiele, dann setze ich die Phase wieder auf einen festen Wert zurück. Gehen hier wieder mal zurück auf Speed, klar, Tempo können wir halt auch langsamer oder schneller machen. Ja. Hier die Phase ist hier genau die gleiche Phase, die auf der zweiten Seite war, bei Phase Spread und Offset. Und den Offset selber, das zeige ich euch ein andermal, ist folgendes, das sehen wir für sich genommen gar nichts. Das ist, wenn wir mehrere Shapes gleichzeitig laufen lassen würden, wie die gegeneinander versetzt sind. Ja, deswegen, das geht irgendwie von 0 bis wahrscheinlich 360 Grad auch wieder. Ja. Wie gesagt, das sieht man nur, wenn man mehrere Shapes gleichzeitig laufen hat. Ansonsten sieht man das nicht. Jetzt haben wir hier also einen Shape eingestellt. Und jetzt zeige ich euch mal noch, dass das wirklich ein Modulator ist. Dazu mache ich den nochmal kleiner, damit wir hier auch noch mit der Größe was ändern können. Also mit der Position was ändern können. Jetzt mache ich den hier wirklich klein. Ja, müsst ihr euch jetzt hier irgendwo so den Mittelpunkt suchen. Und jetzt mal mitverfolgen, wenn ich jetzt hier auf das P gehe und einfach nur den festen Tiltwert verändere. Ja, einfach die Lampen ein bisschen weiter nach oben fahren. Ja, da ändert sich an der Größe des Shapes, also an der Auslenkung, ändert sich nichts. Ja, nur die Center-Position gewissermaßen, um die rum der Shape läuft, die verändere ich jetzt gerade hier mit Pan und Tilt. Genauso gut kann ich die Dinger hier auch einmal zur Seite fahren. Ja. Der Shape selber ist ein, wie ich es eingangs gesagt habe, ein Modulator. Jo, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen den Kram natürlich erstmal speichern. Rekord. Könnten uns jetzt überlegen, was wir genau speichern wollen, weil jetzt, wenn ich jetzt hier drauf gehe, wir sind im Speichermodus Kanal, das hatte ich ja auch schon erklärt, dann würden wir jetzt gerade speichern, nämlich den Shape und die Zentrumsposition, um die er fährt. Und die könnten wir natürlich hier auch mit der Maske wieder rausmachen. Das mache ich jetzt auch mal. Maske setzen und sage, Pan und Tilt soll mal nicht mitgespeichert werden. Und jetzt gehe ich mit Exit wieder eine Etage raus und speichere das Ding hier ab. Und schon haben wir hier unseren Shape drin. Ja. Mit Clear gehen wir raus. Und jetzt fahre ich hier den Trödel mal an. Und dann fahren die Dinger los. Da sehen wir schon, der Shape selber, der funktioniert intern wie so eine Art LTP-Attribut. Das heißt, sobald ich den Regler auch nur ein Stückchen hochziehe, rennt er komplett los in voller Größe und Geschwindigkeit. Und das kann ich jetzt noch ändern. So, Obacht, hier oben sind wir noch im Shape-Menü, obwohl keiner mehr läuft. Müssen also einmal mit Exit rausgehen. Und wenn ich jetzt auf die Playback-Option gehe von diesem Cue, dann haben wir hier, hoffe ich doch mal, auch die Möglichkeit, hier haben wir die Speed Source und Shape Behavior und Shape Size. Ja, sagt HTP Fader, das machen wir ein andermal, wenn wir Dimmer Shapes noch machen. Shape Größe fest oder Shape Größe auf dem Fader. Und Shape und Effekt Tempo fest. Das können wir auch auf den Fader legen. Mit Exit kommen wir wieder raus. Und jetzt können wir hier mal langsam reinfahren. Da sehen wir, jetzt ist er ganz klein. Wird größer, je höher ich den Regler ziehe. Und auch schneller. Ja. Wenn ich den wieder runterziehe, wird er wieder klein und langsam. Bis er letzten Endes aus ist. Ja. Nochmal das gleiche Spiel. Und jetzt könnt ihr euch noch vorstellen, was passiert, wenn ich die Lampen auswähle und woanders hinfahre mit dem Pan. Siehe da, das kann ich sogar mit dem Tilt machen. Ja, so wie ich es vorhin gesagt habe,
Shapes sind generell Modulatoren, die um den anderweitig festgesetzten Wert sich rumbewegen. Ja, und damit würde ich schon fast sagen, damit habt ihr erstmal so den allerersten Einstieg gekriegt in das, was Shapes sind, was man damit anstellen kann. Ich würde sagen, ihr spielt mal ein bisschen damit rum, auch wie man die miteinander kombinieren kann. Und beim nächsten Mal geht's weiter und wir machen noch ein paar Kleinigkeiten dazu. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, schönen Sonntagnachmittag. Ciao.